Ja, heute bei einem weiteren Sieg von United Weinheim auswärts gegen den Türkspor Edding mit 7:0. Und wir haben heute ein paar Zuschauer vor uns, die uns ja was vielleicht ins Spiel sagen möchten. Ja, wie fanden Sie das Spiel heute? Sehr schön, sehr gut, einseitig gespielt. Einseitig? Ja, Sie haben das Spiel heute gesehen. Glauben Sie dieses Jahr an den Aufstieg? Kommt der Aufstieg dieses Jahr? Auf jeden Fall. Ja, möchten Sie was vielleicht dem Team mitteilen, was jetzt jeder noch hören kann? Nichts vieles. Ich drücke den Jungs die Daumen. Die spielen besser wie letztes Saison. Okay, vielen Dank. Dankeschön dafür. Ihr Mann spielt selber heute Fußball, ne? Ja, hat heute auch gespielt. Ja, beim 7:0-Erfolg, der war auch maßgeblich beteiligt natürlich, auch so wie die gesamte Mannschaft. Was halten Sie von der Leistung? Wie sieht's aus? Finde ich sehr gut heute, ja. Hat Spaß gemacht, das Spiel? Ja, sehr. Glauben Sie an den Aufstieg dieses Jahr? Auf jeden Fall, besser als letztes Jahr, ja. Ist das Zusammenspiel besser, neue Spiele, oder macht der Tarek einen anderen Job dieses Jahr? Das Zusammenspiel ist viel besser, ja, dieses Jahr. Ah, okay. Vielen Dank. Okay. Dann Dankeschön. Und wir haben noch einen Gast vor uns, den Halil Yücel. Ja, hallo. Genau, beim 7:0-Spiel. Sie haben das Spiel jetzt, wir haben das Spiel von der anderen Seite verfolgt. Hier war es etwas ruhiger, weniger Fans, weniger Zuschauer. Wie haben Sie das Spiel von hier empfunden? Wie war das heute? Das Spiel war wieder eindeutig. Also die Mannschaft steht jetzt auch da, wo sie hingehört. Die sind Erster, weil sie uns noch verloren hat. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Mannschaft dieses Jahr aufsteigt. Wenn sie nicht aufsteigen, dann ist meiner Meinung nach, sollte man die Mannschaft komplett abmelden, wenn sie es dieses Jahr wieder nicht packen. Die Mannschaft ist stabiler wie letztes Jahr, viel stabiler. Die Abwehr ist Mittelfeld durch die Neuzugänge auch. Und das sieht man auch an den Ergebnissen. Also die bekommen ganz wenig Tore, so gut wie gar keine Tore. Und ja, das Spiel heute war einseitig. Also es geht nur noch um Sulzbach, die anderen Mannschaften sind sehr schwach, also muss man ganz ehrlich sagen. Also nur, es geht nur um Sulzbach. Wenn ich gegen Sulzbach gewinne, davon gehe ich auch fest aus, dann ist der Aufstieg sicher. Perfekt. Ja, heute war auch ein Spiel, das, wie Sie bereits gesagt haben, sehr einseitig war. Haben Sie noch Spaß daran bei den Spielen? Etwa so eine ganz freche Frage, muss ich jetzt auch fragen? Nein, eigentlich nicht. Ich habe es Ibo auch gesagt, wenn es so weitergeht, komme ich nicht mehr zu den Spielen, gehe zu anderen Spielen, wo spannender ist. Aber ich mag die Jungs hier, ich mag den Verein, mein Sohn spielt hier, meine Neffen spielen hier. Die meisten kenne ich von klein auf, also ich muss immer herkommen, ob ich spiele oder nicht. Ja, dann hoffen wir mal, dass er auf die Gießer kommt. Was noch zur Mannschaft vielleicht? Ja, ich komme nächstes Jahr nicht, wenn ihr dieses Jahr nicht mehr aufsteigt. Oder ja, vielleicht was Persönliches noch zur Mannschaft, was die jetzt mitnehmen können? Ich sage das ganz ehrlich, wenn sie es dieses Jahr nicht packen, dann sollen sie alle aufhören, Fußball zu spielen. Nur noch Zuckercenter. Okay, vielen Dank. Bitte. Ja, ein sehr eindeutiges Spiel, doch direkt schon zu Beginn mit 4 Großchancen, die durch perfektes Zusammenspiel, also ich kann jetzt gar keine Namen nennen, was funktioniert hat. Danach doch ein Spiel, wo United auch mal Luft schnappen musste, aber mit keiner wirklich nennenswerten Chance, die erst in der 75. Minute durch einen Schuss des Gegenspielers mit der Nummer 7 den Pfosten getroffen hat. Ansonsten fast gar keine nennenswerten Chancen für Edding. Und in diesem Fall hat United heute das Ding sauber zu Ende gespielt. Am Anfang chancenlos, danach aber mit den Chancen, dann noch die Tore und zu guter Letzt natürlich mit dem schönen Abschluss dann der tolle Pass von Özdemir auf Murat, der den dann eiskalt reingemacht hat. Ja, vielen Dank und bis zur nächsten Woche dann.